Ninja Genetics, Fitness and Bodybuilding Lifestyle Worldwide. Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und heute mit einem ziemlich aktuellen Thema: Schweizer Meisterschaft im Natural Bodybuilding am 25. Oktober. Meine Einschätzungen, meine Prognosen. Ich wurde oft gefragt bezüglich Patrick und Eda, wer von den beiden der krassere ist. Ich wurde auch gefragt, wie Joel sich machen wird, wie er momentan am Start ist. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache das wie bei der Mr. Olympia. So ein kleines Preview, eine kleine Prognose zur Schweizer Meisterschaft. An dieser Stelle übrigens schon mal an alle Schweizer. Mir ist es wirklich wichtig, dass ihr wisst, dass am 25. Oktober nicht nur Patrick und Eda starten wird, sondern eben auch Joel, auch Toni und noch ganz viele andere Natural Bodybuilder. Das ist die größte Meisterschaft seit der Entstehung dieses Verbandes. Das heißt, wir haben fast 100 Teilnehmer dieses Jahr. Das ist Rekordzahl. Zusätzlich dazu haben wir eine neue Halle. Das heißt, über 1200 Leute werden dort sein. Die Tickets sind leider schon ausverkauft, aber ihr habt die Möglichkeit, trotzdem vorbeizukommen am Nachmittag, am Abend nach dem Wettkampf, vor dem Wettkampf. Wir werden dort vertreten sein mit einem eigenen ProBro Army Stand. Wir werden auch schon Kleider verkaufen, bevor sie offiziell im Handel sein werden. Das ist so ein kleiner Pre-Launch, den wir uns einfach so gedacht haben, das macht noch Sinn, weil, wie gesagt, dort wirklich in meinen Augen schon fast Geschichte geschrieben wird, denn der Natural Bodybuilding Sport wird nach und nach erfolgreicher, bekannter, und ich hoffe schwer, dass wir in einigen Jahren oder vielleicht schon nächstes Jahr sogar den IFBB-Verband überholen können. Geil wäre es auf jeden Fall. Und deswegen fordere ich wirklich jeden auf, der Zeit hat, am Samstag vorbeizukommen, sei es am Nachmittag oder am Abend. Kommt vorbei, macht Fotos mit uns, checkt's ab. Und auch von Deutschland, Leute, wenn ihr gerade irgendwo in der Nähe seid, fahrt doch vorbei nach Unterägerich. Ich blende hier die Adresse und das genaue Datum etc. ein. Und ja, jetzt zu den Prognosen. Also zuerst mal, letztes Jahr wurde ja Eda in seiner Klasse Schweizer Meister im Leichtgewicht und Patrick im Mittelgewicht. Das heißt, sie wurden beide in ihrer Klasse Schweizer Meister. Ich wurde Zweiter, Schweizer Meister wurde im Schwergewicht wurde Sebastian Stitz, der auch dann den Gesamtsieg gewonnen hat. Also letztes Jahr hat sowohl Patrick als auch Eda gegen den Schwergewichts Meister verloren und wurden die dann halt einfach in ihrer Klasse Meister. Eda und Patrick sind dann an die Weltmeisterschaft und dort wurde Eda in der Juniorenklasse und im Bantamgewicht, glaube ich, Weltmeister, und Patrick in einer der absolut stärksten Klassen wurde er Dritter. Also der Zweitplatzierte, das war ein knappes Rennen, aber der Erste, der war so krass, dass niemand den schlagen konnte. Also nicht mal der Gesamtsieger aus der Schweiz, der mich geschlagen hat, konnte den schlagen. Das war so ein kleiner Typ, der war so groß wie Eda und irgendwie 5 Kilo schwerer als er oder sogar noch kleiner als Eda. Also richtig krasses Vieh. Und dieses Jahr starten beide wieder. Beide wollen ihren Titel verteidigen. Und meine Prognose für dieses Jahr ist eigentlich schon mal ganz klar, dass beide ihren Titel verteidigen sollten, könnten. Es ist zwar einfach so, dass ich natürlich nicht über jeden einzelnen Athleten Bescheid weiß. Ich weiß nicht, wer dort am Start sein wird. Aber ich weiß, dass auf jeden Fall Eda in der krassesten Form seines Lebens ist. Also er sieht noch dreimal krasser aus als schon letztes Jahr auf der Bühne. Also ist jetzt schon ripped da, 2 Wochen vor dem Wettkampf, als letztes Jahr auf der Bühne. Deswegen mache ich mir um ihn keine Sorgen. Und bei Patrick, der ist mindestens genau in der gleichen Shape. Patrick hat einen kleinen Nachteil, dass er erstens mal sich in Dubai verletzt hat und seither sozusagen mit einer Verletzung trainiert und halt auch nicht die optimalen Bedingungen hatte, mit der Defi anzufangen in Amerika. Trotzdem denke ich, dass er eigentlich seine Hausaufgaben gemacht haben sollte und seinen Titel verteidigen sollte. Dann gibt es noch das Schwergewicht, wovon ich übrigens überhaupt keine Ahnung habe, wer dort am Start sein wird. Ich habe gehört, dass einige gute Leute dort sein werden, auch in der Juniorenklasse. Und Joel startet ja auch dieses Jahr. Er wurde übrigens von mir nebenbei betreut. Ich muss wirklich sagen nebenbei, weil ich mir sehr, sehr wenig Zeit nehmen kann momentan für Coachings und ich ihm einfach so die grundlegenden Zahlen genannt habe. Also ich bin nicht psychologisch für ihn verantwortlich und das wollte ich auch nicht, weil für das habe ich wirklich keine Zeit und auch keine Kapazität. Aber er hat mir gesagt, er will das. Ich habe ihm angeraten, noch ein Jahr zu warten, einfach weil ich fand, dass er noch ein bisschen zu früh war, aber er wollte es so haben und er zieht es bis jetzt auch richtig knallhart durch. Er wird nach und nach auch ripter und bei ihm erhoffe ich mir natürlich schwer, dass er sich
über dem Mittelfeld einordnen wird im Leichtgewicht, also dass er gegen Eder keine Chance haben wird, das ist natürlich offensichtlich. Aber ich glaube auch Toni, Eders Kollege, der wird ja auch in dieser Klasse starten und dort wird es zum Beispiel schon mal interessant, die beiden mal auf der Bühne nebeneinander zu sehen. Toni hat ein paar Jahre mehr Training auf dem Buckel, ist dafür vielleicht proportional gesehen ein bisschen schlechter, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mal. Ich lasse mich da auch total überraschen, aber dort bin ich jetzt auch gar nicht bereit, irgendwelche Einschätzungen zu geben. Und jetzt den Vergleich zwischen Eder und Patrick, da habe ich auch schon offen gesagt, dass ich ganz ehrlich sagen muss, dass es knapp werden wird, weil Eder hat im Vergleich zum letzten Jahr einen so krassen Fortschritt gemacht, dass ich persönlich sagen muss, es wird knapp. Weil letztes Jahr habe ich beide nebeneinander gesehen und da hat für mich Patrick durch seine Härte, durch seine Pralle, die er hatte immer noch, hat er für mich noch ein bisschen krasser ausgesehen als Eder, jetzt rein auf der Bühne. Und Eder hat einfach den Vorteil der Symmetrie, den bei ihm ein bisschen besser ist. Und deswegen könnte es hier wirklich, wirklich knapp werden für beide. Also ich lasse mich da überraschen. Und vielleicht gibt es ja noch ein anderes Mutantenmonster, das aus dem Nichts kommt und dann alle wegfegt. Wer weiß. Ihr seht, es ist wirklich sehr spannend und ich fiebere auch mit, weil ich ja auch alles mitbekomme. Also jeder der Athleten, den ich jetzt genannt habe, habe ich schon hier bei mir gehabt und auch schon mit ihm ein bisschen geredet. Zum Teil holen sich die Leute auch Tipps bei mir oder einfach wenigstens so ein bisschen Erfahrung, was ich natürlich auch cool finde, weil ich mache es ja das auch schon seit 3 Jahren jetzt. Und ich bin auch langsam aber sicher wieder motiviert, mal zu sehen, was hier unter meiner Fetthaube steckt. Also eventuell werde auch ich nächstes Jahr nochmal den Grind wagen und mich in diese tiefen Körperfettzonen bewegen, obwohl ich es bis vor kurzem noch gar nicht wirklich gesehen habe. Wenn ihr wollt, dass ich nächstes Jahr wieder starte, Leute, dann motiviert mich, zeigt, dass ihr es sehen wollt und gebt diesem Video einen Daumen hoch und dann überlege ich es mir, ob ich nochmal an den Start gehen soll nächstes Jahr. Ziel wäre es immer noch, irgendwann die Pro-Card in den Händen zu halten und einen Pro-Wettkampf bestritten zu haben mit einer Top-Platzierung natürlich. Das ist mein Ziel. Ich bin 23, Leute, ich habe noch lange Zeit, aber das ist mein insgeheimes Ziel. Ich habe den Sport immer noch nicht an den Nagel gehängt. Ich bin weiterhin leidenschaftlich dran. Und das ist auch das, was wir mit ProBro Army wollen. Wir wollen Talente fördern. Wir wollen vor allem auch euch zuerst mal zeigen, dass wir, was wir wollen, dass wir das auch auf euch übertragen wollen. Das heißt, das ProBro Army Ding ist nicht nur eine Kleidermarke oder so, das ist wirklich eine Bewegung, join the movement, sage ich immer, keep going, diese Mentalität einfach 100% zu geben und dass wir auf dem richtigen Weg sind, Leute, das beweist mir schon alleine den Event in der neuen Halle dieses Jahr, eindeutig mehr Leute dieses Jahr am Start, sowohl als Athleten als auch Zuschauer und deswegen bin ich einfach nur extrem stolz auf das, was wir bis jetzt erreicht haben, mit euch zusammen und es geht genauso weiter, da könnt ihr mein Wort darauf haben. Und das war's jetzt von dieser Seite. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Kommt vorbei am 25. und wir gehen rund.